Ein spannendes Programm hat man an der Fachhochschule für den 3. KMU-Tag zusammengestellt. Professor Dr. Klaus Hipp etwa oder Marie-Louise Dietrich von Pfanner geben zum diesjährigen Thema Kompetenz, Innovation und Tradition Einblicke in die Praxis. Jemand denkt in einer bestimmten Denkrichtung. Und dann setze ich einen Stimulus, das kann ein Vortragender sein, wie ein Herrn Hipp, wie ein Heinrich Prokop, wie ein Startup wie BeBackSoon, die in meinem Denken eine Schnittstelle verursachen, wo ich die Möglichkeit habe, neu zu denken. Aber das ist ein Stimulus von außen. Von innen ist man oft in den gleichen Bahnen. Man ist gewohnt, im Gehirn denkt man so. Und dann braucht es ab und zu einen Stimulus von außen, der einem sagt, magst du vielleicht einen neuen Weg gehen? Magst du bleiben? Neue Wege sollen auch die Studenten des Studienganges KMU-Management und Entrepreneurship gehen. Wir haben gesagt, eines Abends beim Feiern, wir wollen nicht nur Bier oder Wein trinken, es kann da vielleicht mal was anderes sein, vielleicht darf es mal was Kurzes sein, aber nicht zu stark, mal was Fruchtiges, was Leichteres, und haben dann beschlossen, wir könnten ja da mal was kreieren. Mit dem Stefan sind die drei Jungs auf uns zugekommen und mit ihrer Idee, mit beiden Ideen eigentlich, und wir haben da auf vertrauensvoller Basis mehr oder weniger die Erfahrungen ausgetauscht, ihnen manche Dinge eröffnet oder denkst noch an dieses, denkst noch an jeden, überlegt in dieser Richtung oder ja. Und das war für beide Seiten sehr befruchtend, und schauen wir mal, was rauskommt. Den Background für ihre Geschäftsideen erhalten auch die Köpfe hinter Einfach Kas, Einfach Gurt oder Herzlich Willkommen in ihrem Studium an der FH. Ich glaube, es muss ein bisschen im Blut stecken. Also es darf keiner zurücklehnen und glauben, jetzt macht er irgendeine Geschäftsidee und er sitzt sie hin und es wird schon funktionieren. Also es ist schon ein bisschen Arbeit vorher. Es muss einem im Blut liegen, man muss risikofreudig sein, muss das Durchhaltevermögen haben und eine gute Idee, und die aber vorher gut durchkalkuliert, und natürlich ein bisschen einen finanziellen Background würde nicht schaden. Was wir auf jeden Fall auch gelernt haben, ist, man muss Entscheidungen treffen. Man kann alles zerdenken, man hat Modelle und Entscheidungsmöglichkeiten. Man kann nie auf einen grünen Zweig kommen, man muss sich einfach mal hinstellen und mal was machen. Und die Leute, die da heute referiert haben, die haben alle was gemacht. Die haben einmal ein Risiko in die Hand genommen und das beschlossen. Den einen Weg zum Erfolg gibt es nicht. Neben einer guten Idee braucht es harte Arbeit und vor allem Offenheit gegenüber Neuem. Wege geht man, und wenn man wach ist, dann sind Schnittstellen da, und wenn man Lust hat, dann geht man eine neue Schnittstelle und macht einen neuen Weg auf. Wohin der Weg für die Jungunternehmer führen wird, das haben die KMU-Management-Studenten selbst in der Hand.